so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Ich kann dir mehr Schaden zufügen. Ich nehme lieber den Bogen. Noch mehr Osserim-Stöberer. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Also... Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Far Zenith? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Zu den Sternen zu fliegen. Listiges Biest. Mehr Osserim. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Durch die Mauer. Da hinten ist eine Leiter.
Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir. Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Da, mit der Leiter komme ich auf den Turm. Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Treffpunkt ausspringe. Hoch genug. Ich versuch's nochmal. Geschafft!
also drei riesige Maschinen Osseram getötet und überall Säure vergossen. Na toll. Vorsicht! Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Tja, hier geht's wohl nur noch. Der Ort fällt fast auseinander. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Super. Noch eine Maschine. Ungestört. Die Steuerkonsole könnte da drin sein. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu... hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Zu lösen.
Kabel schnell trennen. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Val recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Geschafft. Da ist die andere Verbindung. Sie ist tot. Endlich. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Backup kann ich Gaia neu starten.
Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fascine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen.
Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee.